Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu Tag 2 des Weihnachtskalenders. Und für den zweiten Tag des Weihnachtskalenders habe ich mir etwas Aufwendigeres vorgenommen, und zwar Winterjacken. Und zwar ein kleines Lookbook. Ich stelle euch meine Favorite Winterjacken vor und wir fangen einfach mal an. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, in diesem Video geht es um Winterjacken. Ich habe einfach mal gerade aktuell meine Favorite Winterjacken rausgesucht, ein bisschen kombiniert etc. Ich zeige euch auch Fits, wie ich das Ganze tragen würde, als Style-Varianten. Man kann das natürlich auch verschieden stylen, man muss das Ganze nicht so stylen, aber diese Jacken, die ich hier am Start habe, sind schon so aktuell meine Favorite Winterjacken. Und ja, die sind sehr, sehr nice. Ihr seht verschiedenste Variationen, ihr seht klassische Pieces, ihr seht Casual Pieces, ihr seht Street-Style-Sachen. Ich habe alles Mögliche mit reingepackt und ja, das spiegelt mich auf jeden Fall wieder, weil ich bin nicht in eine Stilrichtung festgefahren. Ich mag nicht nur den Jordan Street Style, ich mag genauso mich mal schick anziehen oder mal auch einfach nur casual durch die Gegend gehen. Deswegen, ich habe alles mit reingenommen und wir fangen einfach mal an mit dem ersten Look. Fangen wir an mit der ersten Jacke, und die erste Jacke, die ich hier am Start habe, ist von Sandro Paris. Die gibt es gerade aktuell nicht mehr auf der Webseite zu kaufen, aber wenn ihr in der Nähe ein Sandro Paris Outlet habt, da kann es sein, dass ihr die Jacke noch bekommt. Denn das Ganze ist immer ein bisschen zeitversetzt, da kriegt ihr die Sachen teilweise noch. Und wie gesagt, es kann sein, dass es die da noch zur Verfügung gibt, aber da müsst ihr euch dann auf die Suche machen in diesen Outlets. Ja, ist eigentlich eine Jacke, die ich sehr, sehr mag. Sie ist von der Qualität her sehr nice. Ist innen drin gefüttert mit so einem Schafswollimitat, ist jetzt auch keine echte Schafswolle. Und ja, fittet sehr, sehr nice, hat eine coole Länge. Die Sachen von Sandro Paris sind von der Qualität immer sehr, sehr nice. Ich mag es auch, wie die, ich sag mal, die Stilrichtungen so ein bisschen kombinieren. Manche Sachen sind einfach mehr in den Street-Style-Bereich, manche Sachen sind mehr in den schickeren Bereich. Sowas hier ist mehr so casual. Es ist alles am Start und ich kann euch sagen, Sandro Paris ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Marke und bin ich auch echt ein Fan von, aber ist natürlich auch ein bisschen teurer als, ich sag mal, H&M, Zara und Co. Man merkt es natürlich deutlich im Unterschied. Ich habe das Ganze relativ simpel gehalten. Ich habe das kombiniert mit einer Jeans von Cheap Monday, dazu meine Nubic Boots kombiniert, mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Fisherman Beanie und ja, ist ein sehr, sehr cooler Look. Ich blende euch den mal ganz kurz hier ein. In 2010 thought I was doing something, and now I'm rapping with a crew or something. I guess the track don't really stick unless he's gluing something, and I never fit the shoe until I do or something. Yo, bracing myself like teak, boy, it's the same old route on some new concrete. But homie, these tunes make you get a new ID. I'm trying to do my thing, but the commute ain't cheap. Ja, und wie ihr seht, finde ich persönlich, dass die Jacke sehr, sehr gut zu Boots passt. Deswegen kombiniere ich das auch meistens so. Natürlich könnte man dazu auch easy Sneaker tragen, aber ich bin in dem Fall auch wegen dem Schnitt mehr so der Fan von so einer Boots-Variante. Und ja, das war auf jeden Fall mein Look Nummer 1. Machen wir weiter mit Jacke Nummer 2. Und Jacke Nummer 2 ist die altbekannte Schölen-Jacke. In dem Fall hier ist die jetzt von Gant. Ist eine sehr, sehr hochwertige Schölen-Jacke, wenn nicht sogar, muss ich sagen, mit die qualitativ hochwertigste Jacke, die ich ja, als Schirling-Jacke zu Hause in meinem Kleiderschrank habe. Auch hier innen drin seht ihr wieder ein Schafsfell-Imitat. Ist sehr, sehr nice, sehr, ja, sehr weich. Dagegen ist das von Sandro Paris ein bisschen rauer, aber ist echt angenehm zu tragen. Man merkt echt, wie hochwertig es ist. Außen haben wir so, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es müsste Wildleder sein. Ja, und von Passform und von der Qualität bin ich auf jeden Fall super überzeugt. Ich habe das Ganze wirklich ganz einfach gehalten mit einer blauen Jeans. Auch da habe ich ein paar Boots genommen, weil im Winter gehen Boots eigentlich immer. Und kombiniert einfach mit einem weißen T-Shirt. Ich habe das T-Shirt einfach angelassen, einfach nur Jeans gewechselt. Und ja, finde ich, ist ein sehr, sehr nicer Look. Ist eine sehr coole Jacke, die man natürlich nicht nur so stylen kann. Man kann die auch anderweitig stylen mit einer Anzugshose etc. Also wirklich, da sind jeder Kreativität freien Lauf gelassen. Aber ich finde die Jacke sehr nice und ist auf jeden Fall eins meiner Favorite Pieces für den Winter. In 2010 thought I was doing something,
And now I'm rapping with a crew or something. I guess the track don't really stick unless he's gluing something. And I never fit the shoe until I do or something. Yo, bracing myself like teak, boy, it's the same old route on some new concrete. But homie, these tunes make you get a new ID. I'm trying to do my thing, but the commute ain't cheap. So Leute, machen wir weiter mit Jacke Nummer 3. Und was darf natürlich nicht im Winter fehlen? Eine vernünftige Pufferjacket. In dem Fall auch jetzt hier wieder eine von Sandro Paris. Und ich muss euch sagen, ich habe die auch schon mal in einem meiner latest Pickups Video vorgestellt. Es ist wirklich die krasseste Pufferjacket, die ich persönlich je in der Hand hatte, weil die sich einfach anfühlt wie ein Kissen. Und man friert mit dieser Jacke auch einfach überhaupt gar nicht. Ich trage hier in dem Fall eine Größe M, weil auch immer wieder gefragt wird, welche Größen ich trage. Auch hier M, auch da eine M. Generell bin ich so der Medium-Typ. Wie gesagt, das ist eine schwarze Pufferjacket. Hat jetzt hier so einen silbernen Reißverschluss. Ich hätte den lieber in Wagenfarbe, wollte ich schon sagen. In Jackenfarbe. Ist sehr, sehr nice. Aber wie gesagt, ja, von der Qualität auch hier wirklich eine mega krasse Jacke. Der einzige Nachteil, den ich habe, ist hier prinzipiell, dass das Material so gewählt ist, dass sich relativ schnell Flusen ablagern. Das ist ja von der Passform her etc. eine Bombenjacke. Vom Material her könnte das ein bisschen, ich sag mal, ja, ein bisschen nicer sein. Nicht, dass es sich nicht nice anfühlt, aber das ist ein bisschen ärgerlich, wenn sich da die ganze Zeit die Flusen etc. ablagern. Dann muss man das immer mit diesem Flusenroller sauber machen etc. Aber gut, ist ein kleiner Nachteil. Was ich auch nice finde, man hat hier unten noch so Bündchen, kann das Ganze so ein bisschen verstellen. Macht die Jacke auf jeden Fall noch ein bisschen flexibler oder ich sag mal auch ein bisschen kälteresistenter, weil man unten einfach den Bund ein bisschen enger ziehen kann und dann hat man ja, ein bisschen mehr Wärme von unten. Der Kragen ist auch sehr dick, also der Kragen ist wirklich angenehm, weil auch da hat man wirklich diese dicken und ich gehe davon aus, dass hier wirklich Daunenfedern drin sind und nicht so wie, ich sag mal, in günstigeren Varianten, wenn man Pufferjackets bekommt, ist heutzutage kein Daunenmaterial mehr drin, sondern so eine Art, ja, wie so eine Art weiße Filzwolle, ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Auf jeden Fall so ein Ersatzmaterial, was einen ähnlichen Effekt hervorruft, aber in dem Fall werden hier wahrscheinlich noch echte Daunen drin sein. So fühlt sich das auf jeden Fall an. Ja, ich blende euch hier nochmal eben das Fitting ein, wie ich das Ganze kombiniert habe. Yeah. I'm sweating. Yeah. In 2010 thought I was doing something. And now I'm rapping with a crew or something. I guess the track don't really stick unless he's gluing something. And I never fit the shoe until I do or something. Yo, bracing myself like teak, boy, it's the same old route on some new concrete. But homie, these tunes make you get. So, die Jacke habe ich kombiniert mit meinem Essential Hoodie. Dazu habe ich meine Forage Sweatpants angezogen. Das ist ja, die aktuelle Sweatpants, die auch gerade im Sale ist. Also falls ihr Interesse daran habt, die gibt es gerade im Sale. Ich habe da die XL-Variante an, dass das Ganze noch ein bisschen lockerer sitzt, ein bisschen länger. Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Hose, kombiniert mit den Jordans. Finde ich, passt extrem nice und ist auch ein bisschen dicker vom Material. Eigentlich ganz nice für den Winter, aber es geht ja hier gerade um Winterjacken. Deswegen, ja, einfach simpel gehalten. Wie gesagt, ich finde, das ist ein sehr, sehr cooler Look. Auch so eine Pufferjacket muss man nicht so street-stylig kombinieren. Man kann da verschiedenste Kombinationen wählen. Auch die könnte man casual, die könnte man auch, ich sag, mit einem Hemd etc. kombinieren. Aber in dem Fall habe ich diesen Style gefühlt und so kombiniert. Und ja, lasst mich gerne in den Kommentaren natürlich wissen, was ihr von den Style-Varianten haltet. Aber auch das hier ist eine meiner, ja, Favorite-Winterjacken aktuell. So Leute, kommen wir zur nächsten Jacke und die nächste Jacke ist quasi ein kurzer Doppelreiher Petticoat, nennt sich das, glaube ich. Ich möchte jetzt hier auch nichts falsch sagen, aber das müsste ein Petticoat sein. Ist von H&M, habe ich mir auch mal vor Jahren gekauft und vor allen Dingen bei dem hier habe ich was abändern lassen. Hier waren so goldene Knöpfe mal dran, hier habe ich einfach mal beim Schneider die austauschen lassen gegen schwarze Knöpfe. Gefällt mir persönlich ein bisschen besser, ist ein bisschen dezenter. Ich mag diese Mäntel sehr, sehr gerne, weil die haben echt einen coolen, ja, so halb Stehkragen kombiniert, wirkt das sehr, sehr nice. Und genauso habe ich das Ganze auch kombiniert, weil diese Jacken sind eigentlich aus der Marine. So wie so ein kurzer Marinemantel, müsst ihr euch das vorstellen. Und ich habe diesen Marine-Look auch quasi kreiert. Ich habe dazu meine Dickies angezogen, die 824er Dickies, die klassische Dickies. Kombiniert einfach mit einem grauen Kaschmir-Pullover und einer Beanie, die ich in dem Fall, glaube ich, von Gant habe. Und Boots, ich glaube, die müssten auch von Gant sein. Ja, ein relativ cooler Look, finde ich persönlich. Ich blende euch den mal ganz kurz hier ein. Yeah, yeah. I'm
Yeah. In 2010, thought I was doing something. And now I'm rapping with a crew or something. I guess the track don't really stick unless he's gluing something. And I never fit the shoe until I do or something. Yo, bracing myself like teeth, boy, it's the same old route on some new concrete. But homie, these tunes make you get a new ID. I'm trying to do my thing, but the commute ain't cheap. Ja, wie gesagt, ich mag den Look sehr. Ist natürlich nicht sehr alltagstauglich, aber ich finde, die Kombo sieht sehr nice aus. Gerade diese Hosen, diese Dickies-Hosen, bin ich gerade echt ein kleiner Fan von. Ich habe mir ja eine gekauft und ich muss sagen, die sitzt extrem nice. Bisschen anders und ich glaube, die kann man auch extrem gut zu Jordans kombinieren. Aber in dem Fall habe ich jetzt einfach mal diese Boots-Variante mit dem Mantel ausprobiert und der Look gefällt mir extrem gut. Wie gesagt, lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Look haltet. Aber auch dieser Mantel gehört zu meinen Favorite Winterjacken. So Leute, kommen wir zum klassischsten Piece von meinen Winterjacken. Und das ist auf jeden Fall hier dieser Fischgrätenmantel von Suit Supply. Ich habe das Ganze wirklich sehr, sehr, ich sag mal, neutral angezogen mit einem schwarzen Rollkragenpullover und einer schwarzen Slimfit-Jeans, kombiniert mit meinen Saint Laurent-Boots. Finde ich, ist ein sehr, sehr nicer Look. Man kann das Ganze auch sehr nice zu einem Anzug tragen, aber in dem Fall wollte ich das jetzt nicht übertreiben. Ich finde, der Look ist schon sehr schick und passt sehr gut. Ja, an sich der Mantel ist sehr, sehr hochwertig. Wie ihr seht, der hat so ein ganz spezielles Muster. Das nennt sich Fischgrätenmuster, hat zwei Knopfzeilen. Man kann den quasi übereinander schlagen. Dazu hat man halt diesen Hüftgürtel, den man im Prinzip zumachen kann. Ich mag das auch gerne, wenn man den zuknotet. Ich bin da nicht so der Fan von, wenn man den wie so eine Gürtelschnalle zumacht. Kann man natürlich auch, ist jedem selber überlassen, aber in dem Fall ist das ein sehr, sehr geiler Mantel. Ich muss sagen, sowas gibt es immer wieder alle Jahre zu kaufen. Wenn es sowas gibt, seid da wirklich schnell, wenn das natürlich euer Stil ist, weil die Sachen sind immer relativ schnell ausverkauft. Ich habe damals noch Glück gehabt, ich glaube, den gab es vor 2 Jahren bei Suit Supply. Und natürlich trägt man sowas im Alltag nicht allzu häufig. Ich habe auch noch schwarzen Mantel, der viel, viel vielseitiger einsetzbar ist als der hier. Aber das ist einfach, ich sag mal so, mein Favorite Mantel. Und dementsprechend habe ich den ausgewählt für diesen Winterjacken-Lookbook. Und ja, wie gesagt, diese schicke Variante zusammen mit dem Rollkragenpullover und der Slimfit Jeans und den Boots, finde ich, ist sehr, sehr nice und macht auf jeden Fall was her. Yeah. In 2010 thought I was doing something. And now I'm rapping with a crew or something. I guess the track don't really stick unless he's gluing something. And I never fit the shoe until I do or something. Yo, bracing myself like teeth, boy, it's the same old route on some new concrete. But homie, these tunes make you get a new idea. So, kommen wir zur letzten Jacke und die letzte Jacke ist wirklich auch meine dünnste Jacke aus dem ganzen Sortiment hier. Ist mehr so für diese wärmeren Wintertage gedacht. Ist eine Jacke, die im Prinzip letztes Jahr bei Bershka in der Frauenabteilung gehabt. Ich habe aber zuletzt in meiner Insta-Stories, falls es sie noch gibt, Alternativen reingepackt. Weil ich immer wieder gefragt werde, hey Sandro, wo hast du denn diese coole Jacke her? Und sie ist wirklich sehr nice, weil die Farbe einfach super harmoniert. Ich mag dieses beige-braun mit diesem gräulichen. Es sieht wirklich super nice aus. Dazu ist sie noch so leicht, wie so eine Haarstruktur hat die. Ist wirklich eine sehr coole Jacke. Ich habe das Ganze kombiniert mit einem grauen Hoodie, dazu eine Vintage Levi's 501 und meinen neuen New Balance Schuhen in der Kollabo mit Aimé Leon Doré. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe da immer Probleme. Es ist so ein kleiner Zungenbrecher für mich. Und wie gesagt, ich bin mega happy damit. Die Jacke extrem nice. Und ich finde den Look sehr, sehr nice. Sehr gerade zeitgerecht. Diese Vintage-Hose zusammen mit dem Hoodie. Und dazu, ich sag mal, diese Farben kombinieren sehr gut. Alles sehr helle Töne, helle Jeans. Und die Schuhe sowieso sehr cool. Und ja, ist auch eine meiner Lieblingsjacken. Yeah. In 2010 thought I was doing something. And now I'm rapping with a crew or something. I guess the track don't really stick unless he's gluing something. And I never fit the shoe until I do or something. Yo, bracing myself like teeth, boy, it's the same old route on some new concrete. So Leute, das war's an der Stelle mit meinen Jacken. Wie gesagt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, welche Jacke bzw. welchen Stil ihr am besten findet, wo ihr euch selber am meisten drin seht. So Leute, dann haben wir natürlich auch heute noch den zweiten Kalendertag, den 2. Dezember.
Und ich habe natürlich auch heute wieder eine Kleinigkeit für euch. Und zwar werde ich wieder ein Parfüm, beziehungsweise in dem Fall ein Parfüm an euch verschenken. Ihr kennt das Ganze, wie das Ganze funktioniert. Ihr müsst natürlich dem Kanal folgen und unten in die Kommentare quasi neben euren Main-Kommentar noch Hashtag Gewinnspiel mit rein. Und dann seid ihr schon am Start. Ich werde den Gewinner auch hierfür, und zwar ist das Kenzo Om. Das ist ein sehr, sehr cooles Parfum. Werde ich an euch verlosen, innerhalb einer Woche auf jeden Fall bekannt geben. Findet ihr den dann unter dem Video. Und das war's. Vielen Dank, wie gesagt, dass ihr wieder am Start seid. Abo, liken, etc. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Peace, Leute. Ciao.